Jeder Influencer hat ja jetzt auch ein Gewinnspiel an Weihnachten draußen. Was? Das wünschen wir auch, ein Gewinnspiel. Ja, von dem Influencer. Ja, genau, von denen. Influencer. Ja, überall, wo du hingehst, ne? Überall gibt es was zu gewinnen, zu klicken. Ja. Für Likes, Likes, Likes. Die Leute wollen es unbedingt haben. Ja. Und wir haben gerade für diese ganzen Influencer die Weihnachtsgeschichte nochmal neu interpretiert. Das hast du gemacht, ja, die Amira. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und alles rund ums Weihnachten macht mir immer Spaß und von daher... Wie Weihnachten wirklich für die Influencer läuft, hier haben wir es für euch niedergeschrieben. Die wahre Geschichte. Die Weihnachtsgeschichte 2.0 mit Amira Pocher. Es war einmal eine App namens Instagram, auf der es nur um Reichweite ging. So bestimmte ein Sponsoring-Partner eines Tages, dass die Follower sämtlicher Influencer gezählt werden sollten. Ich habe gerade mal nachgezählt. Ich habe sage und schreibe 14 Glühbirnen. Die jungen Eltern Maria und Josef machten sich auf den Weg zur Followerzählung. Sie wollten ihre Influencer unterstützen, damit diese sich weiterhin Brüste kaufen können. Die waren arschteuer, okay? Das junge Paar war so verliebt ineinander. Oh mein Gott, ich liebe dich! Also merke ich nicht. Ja, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist die schönste Frau der Welt. Der hat gerade einen Zufall bei mir gemacht. Einfach, alles klar, ich war nackt und hab gerade Koffer gepackt. War der betrunken oder nüchtern? Der war nüchtern, ich habe davor mit ihm gebadet. Also der war nüchtern. Maria war zu dieser Zeit bereits hochschwanger. Was die Reise zur Followerzählung beschwerlich machte. Sie wünschte sich so sehr, sagen zu können: Ich bin nicht schwanger, ich bin einfach nur fett. Josef dagegen war bereits ganz aufgeregt über den Nachwuchs und eiferte seinem großen Vorbild Jeremy Grube nach. Wir bekommen Nachwuchs. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Wir bekommen Nachwuchs. Josef und Maria machten sich also auf den anstrengenden Weg nach Abonnentlehem. Aber Maria hatte mit einigen Problemen zu kämpfen. Der Wimpernkleber ist weg. Ich habe wirklich Jahre gebraucht, um diesen Nagellack drauf zu machen. Doch nach vielen Stunden kamen die beiden werdenden Eltern endlich in Abonnentlehem an. Aber natürlich war es wieder kein schöner Flug. Ja, Kubelei, die ganze Zeit rumgepübelt während dem Flug. Ich bin total fest, ich bin in der... Und ich habe so Angst gehabt, weil ich habe geschlafen und er hat geschrien im Flugzeug. Und dann habe ich Angst gehabt die ganze Zeit, dass ich ja wie Blutarzt, dass das Flugzeug abgestürzt ist oder so. Ich habe Angst. Ohne Scheiß, ich hoffe, der wird verhaftet, dieser Wichser, Mann. Ey, ich habe Todesangst, er hat das ganze Flugzeug terrorisiert. Sie fragten bei jeder Herberge, ob sie dort gegen Erwähnung in einer Story nächtigen dürften. Wurden jedoch abgewiesen, da ihre Followerschaft einfach derbe klein war. Endlich fanden Maria und Josef einen Stall, in dem sie schlafen konnten. Ich wollte nämlich noch sagen, dass Dubai so viel mehr als Party und Essen gehen zu bieten hat. Auch gerade in Corona-Zeiten kann man sich hier so toll abwechseln wie Tennis spielen, Golf spielen, Sport machen, shoppen gehen, auf den Markt gehen. Dubai Mall ist auch nicht so voll. Also hier gibt es wirklich ganz viele tolle Sachen zu erleben. Und das ist hier nicht nur Party und Essen gehen, ja. In dieser Nacht wurde der Heiland Jesus geboren. Daraufhin erschien den Hirten ein helles Licht. Es waren die gebleachten Zähne, die unter Tiffanys dicken Lippen herausstrahlten. Hier, so sieht es jetzt aus. Und ja, ich finde es schön. Also ich sehe einfach wirklich was. Ekelhaft, ekelhaft. Das helle Lächeln veranlasste die drei Waisen aus dem Morgenland, Gerda, Georgina und Pietro, sich mit ihrem Kamel Hendrik auf den Weg zum Jesuskind zu machen. Bei ihrer Ankunft im Stall beschenkten sie das Jesuskind mit allerlei tollen Gaben. Gerda schenkte Fashion mit einem praktischen Swipe-Up-Link. Übrigens habe ich heute Morgen zufällig gesehen, dass es diesen Mantel bei Naked wieder in ein paar Größen zu kaufen gibt. Ich verlinke den auf jeden Fall hier nochmal im Swipe-Up. Georgina präsentierte Pomelo. Das ist mein Vanilla-Elixier. Leider ist es schon fast leer, aber ich benutze es jeden Tag. Und Pietro brachte Bleaching. Heute präsentiere ich euch mein Siegel. Probiert es aus. Swipe up. Ole, ole. Aber die Influencer beschenkten das kleine Jesuskind nicht nur mit Rabattcodes und tollen Outfit-Ideen, sondern auch mit super Lebensweisheiten. Ich werde nie den Wert meiner Augen verlieren. Liebt euer Lieben, liebt euch selber. So wie mit tollen Apps.
Natürlich wird die frohe Kunde von Jesus Geburt von allen Influencern in den Stories geteilt und es versammelte sich eine Menschenmasse um den kleinen Stall. Es gibt 1000 Milliarden Leute aus allen verschiedenen Countries. Die Freude über die Geburt überschattete zudem die eigentliche Followerzählung. Und die Influencer lebten glücklich und zufrieden mit ihrer gekauften Followerschaft, bis Oliver Pocher eines Tages zu viel Zeit hatte. Achtung, die nun folgenden Bilder können verstörend wirken. Mann, Mann, Mann. Ich bin schon wieder feucht und laufe schon wieder aus. Ich brauche jemanden, der hier meinen Schwanz leer entsaftet. Wer kann mir helfen? Ekelhaft, ekelhaft. Das war die Weihnachtsgeschichte 2.0 mit Amira Pocher.